Hallo und herzlich willkommen zu dem Spiel FC Wolfsburg gegen Siegen. Ja, meine Stimme ist wieder zu hören. Ich weiß, viele sind jetzt extrem traurig. Aber da muss man leider durch. Da kann man nichts machen. So. Ja, Wolfsburg momentan in der Liga auf dem 9. Platz, guten Mittelfeld, während Siegen auf dem 13. Platz liegt, der Platz direkt vor dem Abstieg. Aber das ist ja nicht nur alles. Nach diesem Spieltag könnten wir vielleicht sogar wissen, wer Herbstmeister, beziehungsweise in dem Fall Frühlingsmeister ist. Ein Wintermeister. Wintermeister. Winter, Frühling, Frühling, Winter, Winter, Frühling, weißt du. Ja. Wer die Hinrunde als Erster abschließt, ja, die Kickers und die Bullen nur 3 Punkte voneinander weg sind. Und ja. Wolfsburgs letztes Spiel endete in einer 3-0-Niederlage gegen Viktoria Hagen. Das letzte Spiel von Siegen endete in einem 1-1 gegen Euerdorf. Und ja. Einwurf für Siegen. Wird dort gelaufen. Die Flanke. Jetzt hat Wolfsburg den Ball. Läuft den. Nach oben. So. Wolfsburg spielt sich da ein bisschen den Ball hin und her. Es passiert nichts Großartiges. Aber jetzt Wolfsburg am Strafraum von Siegen, verliert den Ball. Jetzt Siegen mit dem Konterangriff. Will sich aber zuerst noch aufbauen lassen. Beziehungsweise lässt sich zuerst aufbauen. Jetzt den hohen Ball ins Strafraum. Und der Pass zurück. Was macht ihn jetzt? Viele Pässe hin und her. Wieder eine Flanke im Strafraum, aber Wolfsburg ist am Ball. So. Ein hoher Ball jetzt von Wolfsburg. Der geht aber ins Aus. Jetzt Siegen wieder im Ballbesitz. Verliert den Ball. Ja. Das vorletzte Spiel vor der großen Pause. Jetzt können beide Mannschaften natürlich noch zeigen, was sie drauf haben. Und im Fall von Siegen natürlich auch, wieso sie nicht absteigen sollten. So, Siegen. Weiter Ball. Beide Mannschaften sind sich ja schon begegnet letzte Saison in der zweiten Liga. Beide sind ja aufgestiegen diese Saison. Und jetzt Wolfsburg.
Oh, das kommt gut, nein. Direkt in die Hände. Siegen. Wieder im Ballbesitz. Jetzt laufen, Pass nach innen. Laufen, aber die Verteidigung von Wolfsburg ist zur Stelle. Jetzt der Konter. Kann Wolfsburg was aus dieser Situation machen? Oh, genau auf der Linie gestoppt. So, Lionel zu Williams. Siegen wieder im Ballbesitz. Ja, der Ball ins Aus, Einwurf für Siegen. Und der Kopf, nein! Ein Freistoß für Wolfsburg. Also, über die Wolfsburger Spieler drüber wegsteigen, nur um an den Ball zu kommen, ist jetzt wahrscheinlich auch keine so große gute Idee. Und eine große Idee wahrscheinlich auch nicht. Jetzt Einwurf Wolfsburg. Nicht, keine großen Aktionen in dieser Halbzeit. Recht ausgeglichen jetzt vielleicht? Nein. Das war ein Versuch von Wolfsburg, der aber direkt in die Hände des Torwarts von Siegen ging. Nichts Gefährliches wirklich von beiden Seiten. Und Zusammenstoß, aber der Schiedsrichter lässt laufen. Entscheidet er nicht für Freistoß. Die Zuschauer sehr unglücklich darüber. Da wird gepfiffen. 0-0 zur Halbzeit in einer, man muss sagen, sehr uneventvollen Halbzeit. Und da geht's weiter. Die zweite Halbzeit beginnt und Siegen ist im Ballbesitz. So. Der Ball nach innen, verlieren aber direkt den Ball. Die erste Halbzeit für beide Mannschaften recht eventlos. Das muss man sagen. Keine besonderen Aktionen. Ich meine, Wolfsburg kann sich sowas erlauben, aber Siegen steht direkt an der Kippe. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es ein Plan von Siegen ist, das Spiel rumzukriegen, also einfach nur die 90 Minuten rumzukriegen. Ich glaube eher, dass man da auf Sieg gehofft hat, aber so wie man heute spielt, sieht das eher dafür aus, dass es keinen Sieg gibt. Wolfsburg jetzt mit der Ecke. Und der Schuss bleibt in der Verteidigung hängen, also zumindest in der letzten Linie bei dem Eckball. Siegen versucht nochmal mit dem langen Ball einen Angriff vorne zu starten. Und jetzt Siegen. Ah, direkt vor dem Tor. Immer einen Ball gestolpert. Sowas darf nicht passieren. Das ist natürlich nicht gut. Und außer die zwei Sachen auch momentan die zweite Halbzeit recht eventlos. Siegen lässt sich mit den Angriffen viel zu viel Zeit.
und sind dann meistens bei den Angriffen in Unterzahl. Kriegen jetzt hier aber Freistoß. Das ist also in der Situation Siegens, in der Ligasituation von Siegen momentan, hätte ich ein total anderes Spiel erwartet, was Siegen spielt. Aber es sieht nicht danach aus, als würden wir ein anderes kriegen. Aber jetzt Siegen wieder im Ballbesitz. Und natürlich verlieren sie den Ball. Jetzt Wolfsburg. Also, wenn hier noch ein Tor fällt, dann bin ich glücklich. Siegen wieder. Und das ist ein guter Versuch. Tor! Der ging rein. 71. Minute, Matthäus. Für Siegen. Jetzt darf ich mir in meinen eigenen Hintern beißen. Jetzt mecke ich hauptsächlich über Siegen und Siegen macht das Tor und geht in Führung und würde momentan 3 Punkte holen. Und trotzdem bleibe ich bei der Aussage, die ich jetzt tun werde. Hoffentlich zählt der Spruch, dass diesem Spiel ein Tor gut getan hat. Am Ende des Spiels. Ich hoffe, dass ich das sagen darf. 1-0. Jetzt muss Wolfsburg einiges an Tag legen. Viel mehr als zuvor. Um noch den Ausgleich zu machen. Aber Siegen ist wieder im Ballbesitz. Und wird dort über die Außen wieder rein mit dem Kopf. Aber die Hand boxt den Ball einfach sorgenlos weg. Das habe ich noch nie gesehen. So ein ja, perfekt auf die Hand geschossen. Und jetzt kommt Masek für Merz rein bei Wolfsburg und diese für Watzlawek. Und schwapp kommt Flian He rein. 3 Wechsel, 2 von Wolfsburg, 1 von Siegen. Hoffentlich hilft Wolfsburg die Wechsel auch. Aber Einwurf Wolfsburg. Jetzt kommt Nathalie für Williams rein. Er steht er bereit. Und Williams ist da gerade nochmal über die Kamera gestolpert. Macht nichts. Da freut sich wahrscheinlich viel zu sehr über die 3 Punkte, die er bekommt. Beziehungsweise die seine Mannschaft bekommt. Wenn jetzt Wolfsburg das nicht zu vereiteln weiß, aber so wie es aussieht, bleibt die Führung bei Siegen. Noch 5 Minuten. Und ja, Wolfsburg hat nicht wirklich ihre Herangehensweise nach dem Gegentreffer verändert. Was keine gute Idee war, denn es hat schon in den folgenden Minuten nicht funktioniert. Dann funktioniert das jetzt auch schon nicht. Und da hätte Siegen sogar beinahe das 2-0 getan. Aber man muss bei beiden Mannschaften sagen, das ist keine Partie,
Für beide Mannschaften keine Vorzeigepartie. Ja, das Gegenteil. Insbesondere für Siegen, weil ich muss das jetzt mal so raushauen. Mich hat ein Sieg noch nie so sehr gelangweilt. Aber es ist gleich vorbei. Noch eine Minute nach zu spielen und ich schieb dem die eine Minute ganz allein auf das Tor zu. Aber ja, das Spiel ist vorbei. Siegen gewinnt 1-0, holt sich 3 Punkte. Und für Siegen sind meine Kommentare auch scheißegal. Sie haben ja schließlich gewonnen. Hörersburg. Naja. Wie gesagt, war jetzt nicht so das Vorzeigespiel. Sie können es besser. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.